Gut. Kohle ist meine. Passt. Also, lasse ich mir natürlich schmecken, ne? Also, ich sag gar nichts. Ich überlege, ob wir nicht wirklich Haut abziehen lernen, weil ich merke gerade, es ist, also Haut und sowas und, ne? Sachen auseinanderklamüsern, weil ich merke dann schon, dass mir ein bisschen Kohle fehlt. Oh Gott, was ist hier los? Baker? Und? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres, als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. Nun. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Wie werde ich Wächter? Am besten du redest mit General Magnus. Du wirst dich aber erst nützlich machen müssen, bevor er in Erwägung zieht, dich aufzunehmen. Also frag ihn am besten nach Arbeit. Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch. Ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Mhm. Also, ich muss zugeben, die sind mir sehr unsympathisch. In Klammern noch. Die haben den Teleportstein noch immer nicht, ne? Das heißt, wir werden den beim nächsten Mal suchen müssen. Mit den Leuten hier noch gar nicht gesprochen. 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. Acht gepökelte Wer? Wie? Was ist? Ich bin's. Hallo. Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Nö. Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Mhm. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, da war's. Denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Hm. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. 100 Nun wart's erst mal ab. Irgendjemand anderes. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Okay. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Er hat auch wieder altes Wissen, ne? Ein Schwanzstachel, okay. Wir nehmen schon mal das ein oder andere mit. Ich würde, wie gesagt, zu den Dämonenjägern gehen. Mhm. Was gibt's denn hier so?
Ah, die Muscheln muss ich noch aufmachen, ne? Moment. Plunder. Ja, schon zwei davon. Geht doch. Geht doch. Zwei haben wir. Ein bisschen Gold. Essen und Gold. Gold, 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 Gold und eine Banane. So muss das. 32 Essen ist schon mal sehr, sehr gut. Wir machen mal auf. Was haben wir denn hier drin? Oh, bisschen Proviant auf jeden Fall. Also mit Proviant gar kein Problem. Als das Schiff der Magier, das sieht schon nice aus, ne? Das könnten wir auch fahren. Ja, das hat halt schon was. Das Schiff der Magier, das Schiff der Magier. Moment, das kriegen wir noch auf. Was ist drin? Schrot. Wo ist denn der Gnom hin? Hä? Marbuchsnotizen. Ist das Marbuch? 2 mal 3 macht 4. Nein, 6. Ach, Gardi, fast verrechnet. Hallo, Kleiner. Klein? Gardi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gardi ist 3,75 Fuß groß. Oha. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gardi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Okay. Warum nicht? Famo, dann hör Gardi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Keinen. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Keinen? Doch, Homi. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homi, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Rumold glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Rumold ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Das stimmt wohl. Handelst du auch mit Waren? Tredo? Yippie, Pomi. Dann? Lass uns handeln. Alter Dreispitz. Okay, gut, der hat jetzt auch nicht so extrem interessante Sachen. Horni wollen wissen, was Gardi gefunden. Wovon sprichst du? Große Höhle mit vielen wertvollen Glitzersteinen in der Nähe. Mhm. Gardi hat sich bisher nicht getraut, Höhle zu erkunden. Fiese Monster überall auf Insel. Wo genau ist die Höhle? Leicht zu finden. Homi hält sich südlich von hier, bis Strand kommt. Dann einfach westlich halten. Dort findest du die Höhle. Nicht verwechseln mit Höhle auf kleine Insel. Okay, also es gibt zwei Inseln. Ich schau mich zwei, mal in der Höhle um. Das würdest du tun? Danke, Homi. Gerne, Homi. Jip, jip. Wir haben hier noch eine Notiz gefunden. Erst noch eine Notiz. Ich brauche einen Teleporterstein. Ah, ich hasse es. Diese Teleportersteine. Die muss man halt suchen. Och, warum kann man nicht einfach aktivieren? Muss ich nachts machen? 5. Hier ist keine. Da ist noch eine. Nett böse sein zu mir. Meine Papageienflüge. Da ist noch eine Notiz. Ist es das, was er sucht? Ja. Was willst du noch? Ich habe zu tun. Der verdammte Wind hat all meine Notizzettel quer über den Hafen gepustet. Dann sammel sie doch wieder ein.
Ich werde sie sowieso nicht alle wiederfinden. Verstehe. Wahrscheinlich werde ich meine Arbeit von vorne beginnen müssen. Wenn du willst, suche ich die Notizzettel für dich. Wenn du das schaffst, wäre ich dir wirklich dankbar. Diese Notizen sind mir einiges wert. Sie sollten alle hier irgendwo am Hafen herumliegen. Mhm. Vermutlich irgendwo auf dem Boden oder zwischen den Kisten. Ich habe deine Zettel. Wirklich? Das ist sehr gut. Hier eine kleine Entlohnung. Was kannst du mir noch über die Donnerinsel erzählen? Da gibt es so einiges. Was möchtest du denn wissen? Ihr Magier seid zufrieden mit eurer Arbeit hier? Aber ja. Taranis gibt uns die Möglichkeit, fernab der Inquisition unsere Forschungen voranzutreiben. Hm. Hier haben wir unsere Berufung gefunden. Sieh nur, was wir hier erschaffen haben. Was gibt es hier am Hafen zu sehen? Nun, da wäre der Monolith auf der kleinen Erhöhung hinter dem Hafen. Ein imposantes Gebilde, möchte ich meinen. Erzähl mir mehr über den Monolithen. Dies ist nur einer von dreien hier auf Taranis. Blitze schlagen in die Monolithen ein. Sie sind unsere Energielieferanten für den großen Reaktor beim Magierturm. Dieser ermöglicht es uns, ein solch starkes Kraftfeld zu erzeugen, dass sogar Titanen der Insel fernbleiben. Das klingt kompliziert. Hm. Also versuchen die sich mit Magie zu schützen, was ja logisch ist. Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Ein Gnom, der rumsäuft? Er verwirrt mich. Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homie will lieber Wasser? Nein. Rum ist schon okay. Dann. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Ihr seid Gnome. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Okay. Rumold behauptet, dass ihr Gnome klaut. Safi nie was gestohlen, nicht eine Flasche. Safi ehrlich. Mhm. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Schnapsbrenner, okay. Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homie Lucky. Okay, Schnaps. Auf jeden Fall ganz viel Schnaps. Okay, gut. Gucken wir uns noch ein bisschen an den Stränden und so weiter um. Irgendwas hier Interessantes? Achso, das ist unser Ruderboot. Was ist eigentlich dann da hinten? Oh, verdammt, das sind Monster. Ja, so Monster. Oh ja, jetzt sehen wir mal Magie. Oha. Aua. Danke. Okay, also ist schon stark, was der da zaubert. Aber das heißt, hier könnte irgendwas Interessantes sein. Ah, ein Teleporterstein sogar. Sehr sexy. Jetzt überlege ich, welchen Teleporter wir anmachen. Ich würde persönlich den Teleporter hier unten erstmal anmachen. Mhm.
Oder? Oder? So eine Schatzkarte ist nicht schlecht. Mal gucken, wie lange er noch in die Richtung schaut. Lange. Ein Äffchen. Handspiel, Schatulle, ein Schmiedehammer, ein Fernrohr, Krüge, drei Stück. Was ist denen auffällt, was wir da alles mitgenommen haben. Zucker, Zucker. Sugar, Sugar. Wenn sie gerade nicht drin sind, kann man natürlich wundervoll klauen. Ist ja keiner da. Alte Lagerkiste ist verschlossen. Hier ist ein Weinchen. Hier ist ein Bauplänchen. Ein Pokal. Altes Wissen. Goldsäckchen. Löffel, Löffel. Silberteller. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich werde den Schlüssel brauchen. Da vorne ist noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihm das auffallen wird. Kleines Äffchen. Ich glaube mal, die kleinen Äffchen klauen hier. Er hat sich nicht umgedreht, das ist gut. Hier ist gerade nichts da. Oh, verdammt. Er dreht sich gleich um. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Alles klar. Wir kommen nochmal rein. Oh, hier ist noch ein Teleporter schon. Ja, gut. Dann never mind. Dann machen wir oben unten. Wir werden noch ein paar mehr brauchen. Genau, hier haben wir schon geguckelt. Bedeutet, wir gehen mal. Oh. Geht doch. Jaha. So. Mit denen lege ich mich noch nicht an. So, wir könnten nichts lernen. Das ist okay. Ich glaube, kann ich da hoch einfach? Ja. Ich will mich einfach schlafen legen. Kurz. Und dann diese Mitternachtsquest machen. Passt. Na, dann. Ja. Ganz andere Viecher. Gremlins. Kobolde. Oh ja. Überlebt das mal, Alter. Aua. Okay, einmal erwischt. Nein, daneben. Aua.